Schatten. Der Verzweiflung. Oder auch Desperate Housewives im Anime. Oh, Kali Kama. Oh, die ist auch besessen. Was ist da nur passiert? Ich würde es gerne wissen. Ich sollte mir diese Staffel vielleicht doch mal anschauen. Donner Enddrache. Boah, ist eine Xyz-Beschwörung. Da freue ich mich drauf. Da kenne ich mich wenigstens wieder ein bisschen aus. Kali Kama. Bin gespannt. Jack Atlas. Ich habe vergessen, was er für ein Deck hatte. Ich glaube, das war nicht schlecht. Ah. Okay. Wer ist es denn zum Scheißdreck? Was ist denn nur ein majestätischer Drache? Ah, du bist einer. Ha! Das heißt, 8. Alles klar. Und dass du kontrollierst, dass jetzt alles gewählt wird. Das habe ich noch nicht. Acht. Okay, mal gucken, was passiert. Alles klar, damit habe ich gerechnet und es auch ehrlich gesagt gehofft. Du kannst diese Karte schwören von deiner Hand beschwören, dann Benny Battlefield. Was diese Karte auf dieser beschworen wird, verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Ah ja, okay, cool. Macht 7. Hm. Und das wären dann 8. Hm. I tried. Come on! Oh oh. Come on! Oh, das ist Schicksalsdame, Scheiße. Ah, das habe ich voll verdrängt. Der Albtraum eines jeden nicht an Schicksal glaubenden. Oh Mist. Nein. 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 Aktiviere, indem du analysiert die Effekte des Aufnehmers, solange er. Jetzt nerv halt nicht. Zusätzlich kann das Aufnehmer nicht angreifen. Wenn es zerstört wird, zerstöre diese Karte. Das ist er. Alles klar. Wenn dein Gegner einen zweiten direkten Angriff während derselben Battlefield erklärt, kannst du diese Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Ich verstehe, aber als erstes aktiviere ich den Ruf der Gejagten, um meinen Urresonator zurückzuholen. So, das macht 7. Als nächstes rufe ich den Kampfausblender. Das wiederum gab 8 Stufen. Erlaubt es mir, meinen Rotdrachen-Erzunterwäldler zu rufen. Wow, Synchrobeschwörung, geil! Im Angriffsmodus natürlich. So, dich habe ich schon auf der Hand. Attacke! Boah, der wird sogar beschworen. Giga-Meteor! Keine Ahnung, wie die Attacke heißt. Ich erfinde einfach irgendwas. Oh, geil! So mag ich das. Oh oh. Oh nee, oh oh. Oh, also Normalbeschwörungen haben sich damit schon erledigt. Mhm. Geh ja nicht anders da. Direct Attack! Scheiß Zukunftsvision.
Okay. Damit habe ich ein Problem jetzt. Okay. Ja, ist überhaupt nicht unfair. Alles klar. Das hebe ich mir noch auf, weil die Fotze, die da rausgelegt wird, die kommt nämlich gleich wieder. Eieiei. Ah, wie gemein! Ich hoffe, ich überlebe das. Ohne Scheiß. Fuck. Setzt es. Ich. Zwei acht. Deine Mama, Alter. Und was hat Fuzzituse auch noch? Alles klar. Heiliger Birnbaum, was soll ich nur tun? Ein Angriff der Welle, das angreifende Monster den Angriff und falls du es tust, ändert es in die Verteidigung und es kann seinen Angriff nicht ändern, solange er und dann bestimmt dein Gegner eins dieser Effekte. Du? Aha, dein Gegner. Boah, Alter, wie gemein! Wie gemein ist denn die Karte? Ich muss das machen. Kann mich anders gar nicht schützen. Scheiße, ey. Den könnte ich jetzt brauchen. Alles klar. Klar erhalte ich Schaden. Was auch sonst. Da ist schon wieder die Erde. Ich kann halt einfach mal gar nichts tun. Ich kann nichts tun. Hier mit harmonische Welle und Synchro beschwöre es mit einer anderen Stufe 4 Nicht-Empfänger-Monster. Verstehe ich nicht! Ich hatte nicht eine dieser Karten in der Hand! Was will der von mir? Mocky Mocky! Mocky Mocky! Da gibt's einen König der Mocky Mockys. Einzelmodus! So, da ist ein Resonator. Und eine harmonische Welle. Auf dem Spiel, es wird bis zur Endphase Stufe 4, verstehe. Nicht durch Kampf zerstört werden. Einmal, das müsste also die erste Runde, dürfte es überleben. Ach, scheiße.
Alles klar. Schwierig, weil ich jetzt immer eine Runde vorausdenken muss. Aber die kriegt jetzt die Magierin zurück, der überlebt aber eine Runde. Und wenn sie jetzt noch was Normales rausspielt. Okay. Aber die verschwindet jetzt. Genau. Alles klar. Meiner kommt jetzt wieder. Aus irgendeinem Grund ziehe ich dieselbe Karte nochmal. So, du wirst Stufe 4. Jetzt wird hier Synchro beschwört. Erz! Unterwäldlerdrache! Rotdrachen, Erzunterwäldler, so rum. So, der muss angreifen, das weiß ich. Dich spiele ich, du wirst aber weggeknarzt. Das weiß ich, du kommst verdeckt. Battleface. Attacke! Scheiße! Oh Mann, das war natürlich jetzt Kacke. Ja, wird annulliert. Zumindest bleibe ich am Leben, das ist ja schon mal was. 2-4, alles klar, ist ja überhaupt nicht unbesiegbar. So, weg mit dir. Warum darfst du nicht angreifen? Die Karte ist doch scheiße. Ist aber gut, dass der Effekt annulliert wird. Das hilft mir gerade. 2-8. Noch kann er mich nicht angreifen. Oder sie. So, meine Karte kommt wieder. Jedes Mal, wenn dein Monster, das dein Gegner kontrolliert, angreift oder angegriffen wird, lege... Hör mal hin, Phil, du kannst diese Karte auf dem Friedhof legen, beschwör der Monster von deiner Hand, dessen Stufe kleiner oder gleich der Anzahl, der da auf dieser Karte ist. Alles klar. Ich muss beschwören. Weil ich muss immer eine Runde vorausdenken, also beschwöre ich einfach mal. Okay, Ende. So, jetzt wird er angreifen, das wusste ich. So, dass du kontrollierst, dass er dann gewählt wird. Annulliere den Angriff und zerstöre ein Monster, das dein Gegner kontrolliert. Ich aktiviere Synchro-Ablenker. Ja! So, das ist Feierabend mit deiner blöden Karte, die stinkert. Ein Monster wird zur Stufe 4. Ja, herzlichen Glückwunsch. Attacke! Und du auch! Na also, so ist ja gar nicht so schlecht, wa? Der Effekt ist ja eh annulliert, also ist ja gar nicht so übel gerade. Das ist wurscht, weil das dieselbe Karte ist. Aha! Ach, du bist 0-0. Ah, du bringst mir gar nichts. Alles klar, Battleface. Direct Attack! Und nochmal. Und wenn das jetzt nochmal passiert, bist du in der nächsten Runde kaputt. Kaputops! Kaputops! Bots, Bots, kaputt! Oh, ich muss mich umsetzen. Ach du Scheiße! Oh. Oh, ich bin ein alter Mann! So, Zukunftsvision weg. Jetzt darf ich dann angreifen. Feierabend für dich und alles ist gut. Einer für einen. Was ist denn das?
Lege ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof, beschwöre ein Monster der Stufe 1 als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Ja, ist egal, weil ich will einfach nur gewinnen. Kaputt und Direct Attack Urresonator. Jawoll, auf Unspektakarli, Karli, bleib hier, Karli, kannst du mich hören? Ja, Jack, ich höre dich. Du wirst es dadurch machen. Ich weiß, Jack, ich werde, aber nicht hier. Ich werde alles tun, um dich zurückzubringen. Ich werde nie die Hoffnung aufgeben. Ich weiß nicht, warum Jack Atlas immer schreit. Mir scheißegal, was da abgeht, hey, der Jack Atlas. Wahrheit und Konsequenzen. Elementar gibt's nicht mehr in der Episode, wo ich bin. Jetzt bin ich Akiza. Was hatte die nochmal? Ich hab's vergessen. Wer zum Geier Misty ist doch, aus Pokémon Misty. Der zweite Arena-Orden, Ach, die Hexe, gell? Rosenhexe. Nochmal beschworen wird, solange du keine Karten kontrollierst. Ziehe eine Karte und zeige sie vor. Aha. So, okay, was hast denn du da? Ein Empfänger, 6. Ein Empfänger, 7, alles klar. Ich habe einfach mal dreimal dieselbe Karte auf der Hand. Ich brauche eins mit 3 Sternen, oder? Was denn besser? Attacke während der Battlefield angegriffen hat, du kannst einfach zu bleiben in deinem Video verbannen, aber bitte bisher spielt die Attacke dieser Karte und falls du es tust, kann diese Karte einen zweiten Angriff durchführen, verstehe. Aber ich will die Rose, den schwarzen Rosendrachen will ich haben. Deswegen brauche ich 3 Stufen oder Sterne. Okay. Oh oh, das kenne ich, das war, Odeon hat das gespielt. Was ist das? Was passiert da? Ihr könnt meinen Blick nicht sehen, aber was? Hand von deinem Deck hinzugefügt. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung. Oh, cool. Praktisch. Zerstöre alle, die dein Gegner kontrolliert. Sehr gut. So, was bist du? Aha. Alles klar. 1000 Life Points zahlen für bla 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 Vagina. Bla 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 Vagina. So, jetzt kommt mein schwarzer Rosendragon. Los, Synchro-Beschwörung! Da ist er. Ja? Scheiße, nein! Oh nee, das war voll dumm! Oh, hate it. Weil man nicht lesen kann, bevor irgendwas passiert. Okay, die macht einfach mal gar nichts. Keinen Angriff deklarieren, verstehe. So, da bitteschön. Weg. Boah. Ohne Scheiß.
Was ein Witz in deiner... Aha. Okay, damit kann ich meinen Rosendrachen zurückrufen. Ist schon mal gut. Schauen wir mal. Friedensbote. So, noch 58 Runden. Oh, das ist aber gemein. Ruf der Gejagten! Ich will meinen schwarzen Rosendrachen wieder haben. Die Pflanze von einem Friedhof verbannt, dann muss er in Verteidigung wählen, dass Nagina kontrolliert. Ende und falls du dich tust, wäre seine Attacke bis zum Ende 0. Ich aktiviere den Effekt von schwarzen Rosendrachen. Verbanne die Rosenfee! Und du gehst in Angriffsmodus mit 0 Angriff. Alles klar. So, du wechselst auch. Battleface. Attacke! Ja, mir doch egal. 2000 Verteidigung. Scheiße. Arsch. Mhm, da wird der 2000er jetzt gleich gespielt. Die Attacke des Monsters mit dieser Karte kämpft, wäre... Moment. Werden am Ende... Hör auf mich zu fragen, du nervst mich. Dauerhaft oder was? Vierte Gigapflanze. Alter Falter. Was ist denn das für einer? Boah, der sieht stark aus. Die nicht so. So, Angriff verhindert. Alles klar, geht in Angriffsmodus, aber das war's jetzt auch mit dir. Hallo und Servus! Aha, ich darf also einfach nicht angreifen. Meine Fresse.
Ich verstehe das nicht. Warum darf ich ihn jetzt nicht angreifen? Hä? Ah, wie gemein. Hä? Ich habe das Gefühl, ich muss den Effekt aktivieren, Tatsache. Es ging nicht anders. Okay. Seltsam, sehr, sehr seltsam. Eieiei. Dein Gegner, wenn dieser normal beschwören wird, du kannst ein Monster vom Typ Pflanze, Stufe 4 oder niedriger, von meiner Hand. Okay. Deinen Schaden zu umfassen, die Zus kannst du bis zu 2 oder speziell von deinem Deck. Das mache ich. Ciao, Pfirti. Ha! Wie komisch, aber gewonnen. Geil, oder? Geiler Effekt. Das war genau die richtige Karte in dem Moment. Ohne Scheiß. Boah, kommt da noch viel, Leute. Alter Falter.